So Leute, und da sind wir auch schon wieder bei einem neuen Part von Let's Play Lost Planet Extreme Condition. Und wir haben schon... Steig aus, Wayne, denn ich werde von Akraiden-Raketen mehr oder weniger beschossen. Von diesen komischen Blumen-Dingern, da geht das nämlich aus. So, die machen wir kaputt, so. So, Peng, so. Und da hinten ist nochmal eins. Obwohl, da sind mehrere. Obwohl, da kümmere ich mich jetzt gerade gar nicht drum, so. Sondern nutze erstmal diese Datenstation hier. So. Ja, der Rest ist wirklich gar nicht mehr so sonderlich schwierig. Ich gehe hier rein. Wenn ich den benutzen kann. Ja, ich kann den... Oh. Mann, du sollst da reingehen, Mann. Oder kannst du das überhaupt nicht? Nein, das kann er gar nicht. Na toll. Gehe ich halt hier rein. Nein, ich will das auch nicht montieren. Ich pack das wieder da. Oh, meine Fresse. Montiere das dran und nicht ab, so. Nimm die Waffe und benutze ihn. So, er hat zwar nicht mehr viel Munition oder Energie, besser gesagt, weil diese blöden Scheißdinger da mir das alles weggeballert haben, so. Aber der Rest ist eh jetzt wirklich nicht mehr wirklich schwierig, sag ich mal. So, das wäre es nämlich eigentlich schon. Ich glaube, das Schwierigste des Levels haben wir eigentlich auch schon geschafft. So. Ich muss noch schnell die Datenstation hier. So, ach Gott. Nein, Wayne, dreh dich mal um. So. Ich kann das nämlich noch gut verwenden. So. Wir brauchen ja auch eine Weile da zum Schießen, die Idioten da unten. So. Ja, das Schwierige haben wir schon. So. Jetzt müssen wir nämlich nur noch hier oben durch die Tür reingehen. So. Und dann kommt auch schon der dritte Abschnitt des Levels. So, Granaten. Ich glaube, ich brauche sogar mal eine. Hier kommen nämlich, glaube ich, Gegner. Ja. Mann, bin ich gut. Nachladen. Oder auch nicht. Was ist das? Was ist das denn? Ach Gott. Gott, habe ich ganz vergessen. Oh, das ist scheiße. Warte mal. Ja, das Level ist scheiße, denn hier gibt es eigenartige neue Gegner, nämlich Drohnen. Und wie man so Drohnen aus Spielen kennt, sind die ja immer ziemlich, ja, scheiße. So, verreck. Und Piraten gibt es natürlich auch noch. Purpur-Piraten nennen die sich allerdings hier. Allerdings kann man die Drohnen ja auch kaputt machen, so. Genauso wie die Piraten. Die dauern zwar ein bisschen länger, aber egal. Denn das Miese ist, die können diese scheiß... Die können so komische Laser abschießen. Ja, genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich aus diesem Grand Opopo-Piraten nennen. So. Geh kaputt. Geh kaputt. So. Ach Gott. Gott, seid ihr scheiße. Naja, immerhin. Kann ich, glaube ich, ganz gut... Aua. Ganz gut vor den, glaube ich, noch abhauen. So. Ui, ein Laserfeld. Ja, hier muss ich aufpassen. Laserfelder sind nie schön, denn wenn die mich mal sehen, dann bin ich kaputt. So, das nehme ich gerne mit. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Das ist so ein Gewehr, so ein Lasergewehr, was ich auch als Präzisionsgewehr nehmen kann. Hatten wir ja auch schon mal. Oh ja, und damit, oh Gott. Ja, damit kann ich unendlich schießen. Das ist schön. So. Sowohl auf kurze als auch auf lange Distanz. Okay, sie nehmen mir alle die Arbeit ab, so. Ich habe die völlig falsche Waffe gerade, glaube ich. Obwohl, nee, ich kriege ja ein VS. So, versteck mich schnell hier hinter. Nutze die Datenstation. Boah. Habe ich schon mal gesagt, dass ihr blöden Dinger nervt? So, verreck, ach Gott. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. So. So einfach geht das. Naja, leicht ist. Kann man auch anders interpretieren. Ach Gott, ihr seid. Boah, seid ihr scheiße. Wisst ihr was?
Bazooka-Teil. Och, da lassen die mich nicht mal mit meiner Bazooka schießen. So. Eine hätten wir schon mal. Muss nur noch du verrecken. So. Ich habe gesehen, dass da noch wieder mal eins reingekommen. Aber egal, so, die Datenstation haben wir ja eingenommen. Ich habe die, ja, den Raketenwerfer, so, nee, ich möchte, oh Gott. Ich möchte keinen Raketenwerfer, ich möchte, so, das möchte ich. Kann ich die kaputt machen? Na, aber dafür nutze ich besser das, so. Ja, dann muss ich nicht so, ja, da verschwende ich überhaupt keine Munition mit, so. Und renn einfach nur noch vorbei. Hier ist nämlich ein VS, da gehe ich rein. Und jetzt kommt schon der Endgegner. Ein ziemlich leichter Endgegner, soweit ich mich erinnern kann auch noch. Ach Gott, ja, das ist ja... Oh, das ist Pillefax hier, so. Das ist ein so ein Nevek-Ding mit zwei anderen, glaube ich. Aber das ist wirklich Pillefax hier, so. Letztendlich muss ich auch nur den... Ach gut, gut, nur mit, ja, letztendlich muss ich eigentlich mehr auf seine... Ja, auf seine komischen Bohrattacken da als Panzer aufpassen. So. Nachladen. Ich glaube, gegen den ist sogar noch besser so ein, diese Schrotgewehrmunition oder was das da auch immer ist. So. Ich weiß nur, dass ich den ganz schnell geschafft habe, als ich den das letzte Mal fertig gemacht habe. So. So. So, meine eine Munition ist leer, daher nehme ich andere. Und zwar das ist mir eigentlich ziemlich wurscht, was ich hier nehme. So. Ja, darauf muss man aufpassen, besonders auch später, denn das könnte arg fatal werden. So. Eigentlich nur noch draufballern, bis er tot ist. So, und wir haben ihn geschafft. Das war schon. Das war ganz leicht. Gott, war das einfach. So, und das war schon die Mission. Mission 7 abgeschlossen. Ich hatte es irgendwie schwieriger in Erinnerung. Und ich habe es damals auf leicht gespielt. Und jetzt spiele ich es auf normal. Naja, egal. Wenn man weiß, was man machen muss, ist es eigentlich ziemlich einfach. Hui, habe ich viel Thermalenergie. Ja, wie gesagt, es lohnt sich immer, Thermalenergie einzusammeln, denn die bringt wirklich sehr, sehr viel. Dann machen wir weiter da. Benötigte Zeit, ja, 16 Minuten. Ein bisschen mehr als 15 Minuten, aber das reicht ja. Dicken getötete Menschen, LVS, naja gut, weiter. Jetzt kommt auch schon wieder eine Cutscene, ne? What are you doing? Don't move. Show me your face. With pleasure. What are you doing? I don't have to answer that. I'm afraid you do. Are you gonna shoot me? One-on-one, you don't stand a chance. How about two-on-one? Ditch the gun and answer the man's question. What are you sniffing around for? The Frontier Project. Just a scratch. It's been a long time. I'm glad to see you again. Have Rick check this out. He might find something useful. Ach ja, ich mag Basil. Sie ist cool. Eigentlich so ziemlich der coolste Charakter. Also ich persönlich finde, dass Basil der coolste Charakter des ganzen Spiels ist.
His name is Jill. He works for Nevin. The data on the PDA is encrypted, but it's so rudimentary. Hell, it's practically screaming, hey, take a look. What kind of data is in there? Hold on. Ha! Ah, I got it! Bingo! Huh? Got what? The Frontier Project is what? Great! What's it say? Well, it says here that the Frontier Project is an attempt to heat the planet and drive away the acrid that have been plaguing the humans. Sounds good to me. The thermal energy for the project is being concentrated in the volcano dome. And here's a list of the researchers. Oh. What? Head researcher, Yuri Solotov. Where is this volcano dome? It's not close. You're gonna have to cross the canyons. Let's head to the canyons then. If we can infiltrate the volcano dome, we should be able to learn a little more about this project of theirs. Yeah. Right. Ja, ihr habt's gehört, Leute. Wir müssen jetzt durch die Canyons. Mission 8. Missionsziele. Neutralisiere die Vulkankuppel. Kämpfe dich durch den Canyon zum Eingang und dringe in die Kuppel ein. Zielort, die Vulkankuppel. Sonstiges. Da die Anlage ein Vulkan ist, sind der Canyon und die Gegend um die Kuppel mit Lava bedeckt. Umgehe vorsichtig die Lavaströme und eventuell vorhandenen Sicherheitssysteme von Nevek. Ja, Leute. Ab jetzt wird das Spiel wirklich die Hölle und so sieht es dann auch aus. Aber das mache ich nicht jetzt, sondern erst im nächsten Part. Also sage ich bis zum nächsten Part, Leute. Also ja, ciao, bis zum nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.